Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, das gerade ein bisschen laggt, weil zu viele Spiele spawnen. Gut, jetzt laggt es nicht mehr. Also, wir sind Level 58 und müssen jetzt, nicht Social Screen, ich würde den oben dran, World Screen. Müssen jetzt nach rechts gehen, wir haben ja links Korms Stronghold, den Korm besiegt. Und jetzt müssen wir hier hin. Aber zuerst machen wir das wieder mit dem... mit den Heralings. Ähm, 30 Movement Speed. Ja, ist ja blöd, dass es eine andere, eine Stärke Klasse Boot ist. Nehmen wir mal mit für den anderen. Den müssen wir hinten rein tun. So. Dann haben wir hier noch so eine Spirit Sheet für Cold Gems. Naja, schön. Also die waren ja schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, ist schon gut, aber... ja, toll. Ist nur ein Increased Amount. Hm. So, lass mich jetzt immer dieses... Wenn ich Hochdeutsch rede, bekomme ich Geschwür im Hals, oder was? Ich habe jetzt längere Zeit Schweizerdeutsch geredet und habe nie irgendwas im Hals gelockert. Das ist jetzt die Lockerung vom Geschwür, nein, von der Erkältung, diese Teile da. Roten Entzündungen zeigst so. Geschwüre. Bäh. So. Gehen wir runter. God bless you on this fine und schauen mal kurz. Das ist so eine Quest. Okay. Zisch ab. Ja, ich will die noch nicht besiegen. Komm rein. Ja, ja. Können doch nicht warten. Nee, vor allem von denen nicht. Weg da. Mach den kaputt sonst. Husch, weg da. Prima. Und den besiegen auch, wenn er nicht drin ist. Jetzt ist er drin. Prima. Ist beendet, aber nichts gedroppt bekommen. Naja. Machen wir noch einmal den hier. Weil wir ja keine Aura brauchen momentan. Ist das schon gut. Hast du Level Up? Nö, noch lange nicht. Aber vielleicht neue Items. Elemental Health of Ash. Tja. Du machst nicht auf Zauber. Nein. Nur Physical Damage, okay. Physic Damage, Fire Damage. Hm. My art requires. Come to me, Exile. Scheinbar gibt es recht wenig prozentuelle deutsche Gamer. Sind denn die anderen Länder alles Suchtis? Sind in Europa so wenige, weil es nicht deutsch ist? Keine Ahnung, aber... ich war schon ein bisschen erschrocken, wie wenig Deutsche es gibt. Ungefähr 1%, weniger sogar. Ich habe es jetzt nicht direkt gesehen. Nur europäisch oder Otter einfach. Also andere. Hm. Aber wir sind viele Deutsche, das ist ja das Wichtige. Es gibt halt viele Handelsaccounts bei den anderen. Jetzt können wir zurück, hä? Prima. Dann haben wir die Quest auch schon abgeschlossen und können dann mit der Story weitermachen. Hm. Also ich denke einfach, die Deutschen, also die Deutschsprachigen, die sind weniger im Shop beteiligt. Schon viel, aber so, dass man einfach
nicht eine Chance haben gegen die anderen Länder in der Größe der Spieleranzahl. Ja. Aber sicher nicht weiter schlimm, wir sind genug, viel. Und müssen halt warten, bis die deutsche Version kommt. Die russische ist natürlich viel früher gekommen. Hier könnt ihr mir das eine abgeben, damit ihr nicht den Platz verschwendet im Inventar. Prima. Ja, du bist eine Schlampe, ich weiß es. Er ist irgendwie etwas dagegen, dass er ein Monster ist und will ein Mensch sein, aber er weiß nicht, welcher Mensch er sein soll und ist dadurch eine Schlampe. Boah, ist das frech. Boah, dieser Schaden hier. Das ist das Gift. Und das Bluten oder was das war vom anderen. Heftigst. Hey! Ich muss ein bisschen vorsichtiger sein hier. Lasst mich in Ruhe. Wait, meine Nation. Ja, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Dämon haben wir. Jetzt müssen wir noch alles in Mercer besiegen. Oje. Ein Necromancer Circuit, das ist etwas für uns. Wir mal versuchen, irgendwas machen. Hä? Was ist denn los? Gut, dass sie geht. Da bekomme ich ja die... Was will gegenüber? Schwester. Die kann nicht eine, also die hat wahrscheinlich, wie sagt man dem? Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Dass sie einfach über zu hastig irgendwas will, dem klopft und sonstige Sachen macht, immer Aufmerksamkeit will. Naja. Okay, da ist der Böse. Schieß sich ab. Stirb einfach zwischen die Beine. Verkrüppel dich zwischen die Beine. Autsch. Sah auf jeden Fall so aus, als würde er irgendwie den Kopf zwischen die Beine stecken und den Körper mitziehen. Oh je. Hm, wo ist er jetzt? Das Typ, der ist... Der ist schon irgendwie... Auf jeden Fall diese Leiche hier ist wahrscheinlich schon gewesen, das ist so ein Objekt einfach. Aber der war ja eigentlich, vielleicht hat er sich einmal um seinen Körper gedreht und ist dann hier so runtergestürzt. Hässlicher Tod. Auf jeden Fall habe ich es nicht gut gesehen, aber scheinbar ist es so.
Schön, jetzt haben wir die Arena erreicht. Die Slum-Arena beenden. Hinter uns lassen. Jo. Und hier leckt es wieder ein bisschen. Das Spiel ist immer noch nicht gut optimiert, das nervt. Manchmal leckt es einfach. Aber ohne Grund, also. Ich suche immer noch den Grund. Aber scheinbar sind auf die Dateien nicht so gut geladen. So schnell geladen, wie ich lade, oder? Darum haben es die besseren PCs wahrscheinlich schlimmer, schlechter, oder? Komm, stirb endlich, stirb. Nein, nicht Eis. Ist das eine neue? Sorrow. Das ist ein Cold Game, okay. Hm. Die Wölfchen kommen, wir kommen wieder runter raus, die Füchse. Hier auch scheinbar. Hallo. Ah, da geht's weiter, okay. Gehen wir weiter. Also Damage machen wir jetzt genug, jetzt muss ich dann bald mal ein bisschen defensiver wieder werden, vor allem Rüstungen kommen. Naja, das ist nichts. Es ist zu wenig gelinkt. Machst du da? Hast du danke? Nickt. Jo. Jetzt müssen wir schauen, wo wir durch müssen, ne? Im Norden. Ja, es sind recht viele hier. Wow. Get back. Es gibt ja diesen Live-Baum oben links, der auch Hausresistenz gibt. Den werde ich vielleicht angehen. Da muss ich glaube nur ein oder zwei Punkte investieren. Dann bin ich dort. Jo. Jetzt werde ich mal aufhören hier. Mit dem Clarity Gem. Ja, da hat es noch ein paar Statuen. Sehr vorsichtig sein, weil Bluten... Ich bin schon fast tot. Bluten ist extrem schwer schon. Also, schon jedes Mal, als ich so hoch war, ist es einfach, das Bluten OP ist extrem OP, weil man muss ja eigentlich immer die ganze Zeit fliehen oder sonst irgendwas machen. Und deshalb ist es so OP für uns Spieler. Für die Gegner ist es irgendwie nicht so OP, aber... Nee, kann man nichts machen, ja. Nein, nicht im Gift. Ich hab keinen Bock zum Gift laufen. Ins Gift laufen, also das geht mir gar nicht. Ein Trunk Chest. Wow, weiße Items. Ja. Komm endlich. Meine Maps. Ich will Maps machen. Ich hab keinen Bock mehr. Hey Damen, gibt's wieder Path of Exile im Stream.
Livestream und eventuell sogar recht viel länger. Mal schauen. So. Oh, da bist du ja schon. Könnte man am besten mit dir machen, hä? Sterben lassen. Ja, wie dem, wie schnell das nervt. Also, OP ist er schon, dieser Gegner, aber natürlich niemals eine Chance gegen mich. Den müssen wir dann später in den Maps auch wieder besiegen, ich weiß schon ungefähr wann der kommt, also können wir uns gut vorarbeiten. Gut, wir haben besser geschafft als das letzte Mal. Ja, ganz knapp, aber das ist nicht gerade so nett gewesen von ihm am Schluss, aber wir haben ihn geschafft. Prima. Ja, es war nur am Anfang ein bisschen schwer, bis ich wieder ein bisschen defensiver spielte. Hm. Ja, jetzt muss man hier noch nichts abgeben, gell? Ich mach's trotzdem. Ich geb's hier ab. Nein, ich will eigentlich handeln. Und Orbs in die Truhe tun. Und Essenzen. So ist er hier, Progressi mal abgeben. Annehmen. Okay, Triple. Ja, gut. Sonst haben wir keins mehr. Naja. Brächte ich nicht. Was ist das? 13. Hm. Pösen. Ich nehme das Pösen mit. Das Bleeding tue ich jetzt einfach mal in die Truhe. Oh je. Ich habe schon viel Sport gemacht heute. Und dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr schnupfig. Einfach so, einfach damit, da man ja erkältet ist und draußen herumläuft, dass man einfach ein bisschen mehr Schnupfen bekommt oder so. Ich hoffe, es ist nicht eine neue Erkältung. Was ist denn so schlimm, ey? Es ist ja nicht schlimm, wenn man draußen rausgeht. Dass ich erkältet werde. Hm. Ich muss es so machen. Damnit Rotz, aber hey, ich wechsel. Der Helm ist schon richtig Schrott. Wir haben da ja den anderen Game noch, gell, ja. Den noch rein, dann haben sie mal ein bisschen mehr Power. Super. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich so überlebe. Ich werde jetzt diesen rein tun, weil wir jetzt nur noch den Gegner bekommen. Chill, ich werde den Chill rein tun das nächste Mal und den hier einfach mal aufsparen, weil Extra Charges tönt zwar gut, aber es ist halt einfach so, dass man im Hast vom Kampf nicht so viel einsetzt, deshalb. Hey! Boom. Jetzt hast du dich wieder kaputt gemacht. Das geht doch nicht. Ja, toll. The Belly of the Beast. It's not
muss hier raus. Das geht so nicht. Geht! Magengeschwür, der Krebsgeschwür. Hässlich hier drin. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, bekomme ich wirklich etwas mulmiges Gefühl so richtig. Bäh. Aber wieso mussten sie so etwas Hässliches haben? Das geht doch nicht. Also ich bin wirklich... Das ist einer meiner... Ja, wie sagt man dem? Es ist ja nicht eine Phobie, es ist... Eher so eine Ablehnung, weil man vielleicht schlechte Gedanken hatte mal. Also wenn irgendwas Betroffenes gesehen hat oder sonst irgendwas. Und bei mir, was bei meinem Großvater, das war das Knieoberschenkel. Aber Holzfäller. Und Holzfäller haben halt eine Axt. Und wenn man es nicht gut einsetzt, dann hat man eine Axt im Bein. Tja. Aber ja. Ich habe es schon lange wieder verarbeitet. Und habe einfach noch diese Art Phobie. Es ist nicht eine es ist eine Ablehnung. Es ist keine Angst. Es ist so. Du willst es nicht sehen, du schaust weg. Und ich muss es spielen. Ich muss das spielen. Oh. Und wo ist der Eingang bitte? Ich will noch das Level, komm schon. Da links. Na, jetzt kommt die noch. Ja, hätten wir unseren Totem nicht, wären wir wahrscheinlich hier tot. Aber das wäre ein Charakter für einen Speedrun Fetischist. Scheinbar schon. Also es gibt so Livestreamer, die machen täglich Speedruns und regen sich überhaupt nicht auf, wenn sie neu anfangen müssen, weil sie den Speedrun versaut haben. Tja. Und das sind Fetischisten. Immer wenn sie dann Pause machen, ficken sie das Game. Oh. Ich bin so böse. Festivalmaske. Was soll ich mit deiner Festivalmaske? Schlimme Seite. Aber eine Orb of Change, das brauche ich. Change. Wie schäfe ich meine Seite? Doch, Change, oder? Weil es gibt den Song Wind of Change. Der Winds of Change. Deshalb ist wahrscheinlich schon. Naja, ich bin ja noch nicht so gut im Englisch. Ich hatte kein Schulenglisch, ich hatte kein Lehrenglisch, ich hatte kein Englisch von einem Kameraden gelernt, der einfach Englisch nur konnte oder so. Ich muss alles aus mit Games lernen und das ist... Natürlich nicht so nett für einen, der gerne englische Games spielen will. Let's play. Hat es schwer, hä? Hey! Blödes Game. Noch ein bisschen. Ganz wenig. Komm, Level. 69, dann haben wir den Stellungslevel erreicht. Ich freue mich so, dann kann ich mal eine Stellung ausprobieren. Vielleicht auf dem Stuhl. Auf jeden Fall machen wir jetzt kurz hier oben fertig. So.
Und dann gehen wir hier rein. Prima, nur kein Ding mehr. Also wir können direkt rein in den nächsten Levels. Oh, machen wir jetzt Damage. Wir machen Damage. Ohne Feuer. Reduzierung. Ohne den Fluch. Yes. Be happy for me, sister. Quit. It's not often we get to erase our failures. Sicher. Nervensäge. Setzt das gar nicht ein, doch sie hat es eingesetzt. Ja, ich kann mich heilen. Aber ich habe so ein Blut, das was jetzt der Elementar hat. Und ja, das ist extrem stark. What? Die haben gedroppt, aber sie nicht. Geht mal gar nicht. Du stirbst ja sowieso. Also lass es. Prima. Leider haben wir jetzt schon spät. Jetzt können wir das nicht mehr anfangen. Aber wir gehen mal kurz in das Levelgebiet, also in das Magic Fantasy Gebiet dann. Aber, ah ja, wir müssen sowieso noch kurz laufen hier. Okay. Ich werde jetzt zwischen dem Video hier und dem Livestream noch ein bisschen Magic fighten. Und danach geht es dann am Abend weiter, gell? So, scheinbar nichts hier. Ja, genau, nimmt das. Was machst du hier? Droppst mir nicht mal etwas, das geht mal gar nicht. Hm. Haben wir es? Ja. Gut. Jo. Ich bedanke mich fürs Schauen. Im Livestream gibt es dann den Endboss vom Cruel. Und dann rasche ich noch ein bisschen durch. Akt 1, eventuell Akt 2 vielleicht anfangen. Je nachdem wie lange wir machen, weil eventuell kommt Megakurme noch und will GTA Online spielen. Oder ein anderer will Regnum spielen oder Minecraft. Muss ich dann schauen, auf jeden Fall. Heute Abend Puff of Exile. Prima. Dann haben wir hier noch Lightning Penetration, Burning Damage, Cast, Minion Speed. Hä, ich habe kein Burning? Fire Penetration Cam. So ein Scheiß. Fire Burning Damage, das bringt nichts. Ich kann nichts auswählen. Ich kann einfach nichts auswählen. Na egal. Hauptsache ich hab's. Prima. So, jetzt gehen wir mal kurz schauen, ob es nicht doch ein Fire Penetration Game hat. Hm, Multi-Strike hat's. Chain. Elemental Profilation. Aha, das ist das verschiedene, also, ja. Wir nehmen so ein, also mal kurz. Aber Fire Chemie gut. Und wir nehmen halt nichts mehr. Schade. Dann machen wir das am besten hier rein. Wir machen das noch nicht hier rein. Wir tun das hier rein. Genau. Und ja, im nächsten Part geht es dann weiter. Oh, also ja. Halt wieder mit einem Sprung, aber im Livestream geht's weiter und hier dann auch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.